Die Bahnakademie. Mal gucken. Hallo? Ja, bitte? Ich bin der Dekan für Geschichte. Und Schreiber. Willkommen an der Bahnakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Es ist immer eine Freude, einen angehenden Bardenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlese. Ja, laut... Ihr müsst das Gedicht für mich finden. Nicht in diesem Krieg. Wenn ihr etwa... In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende... Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ich glaube, Giro hier könnte euch das... Wie ihr vielleicht... Elise, ich habe... Ich glaube, diese Beweise könnte König Olaf schön einem erbringen. Angehenden Baden. Jo, hier bin ich wieder. Nämlich... Todmannsruhm. Da müssen wir hin. Nämlich für die Bauernakademie den Vers hin. Von König Olafs sein Vers. Wir nehmen einmal den Zweihänder. Und ein bisschen trainieren damit. Hallo. Keiner? Nichts, was mich jetzt hier am Anfang gleich angreift. Oh. Hallo? Und eine neue Drachenklaue, natürlich top. Da fehlen uns nur noch zwei. Das hier. Okay, ich denke mal, hier kommen wir am Ende wieder raus. Hier war ein Geist. Hab ich jetzt nie aufgepasst. Nehmen wir. Dahinter. Das weiß ich, das sehe ich. Ich muss hier langsam mal ein bisschen auf Fallen aufpassen. Hallo. Ja.
Nehmen wir. Naja, da will ich jetzt nicht unbedingt runterfallen. Danke, Lydia. Für deine tatkräftige Unterstützung in diesem Kampf. Nicht weiter, weiter. Anmachen, dann nochmal Heilung rein. Können wir mal schon mal gucken, ob wir hier irgendwas entzaubern können. Nee. Schade. Barriere versiegelt, okay. Mit dem Leben aus. Okay, hier schwebt ein... Eine Expertentür, vom Level her zum Schluss knacken bin ich Experte, schon fast mehr. Meistertruhe. Den wollte es aber wissen, ne? Haben wir weiter. Thank you.
Wollen wir gerade sagen, das soll mich jetzt hier aufhalten, aber ich bin immer mehr. Ja, ich. Irgendwie hole ich dich schon wieder rein hier. Leider ein bisschen zu spät gesehen. Jetzt kannst du wieder reinkommen, ne? Ja. Hier ist nichts. Hier haben wir nur Pfeile. Hier haben wir hier auch nichts. Drachen wir einen mal rein. Und essen wäre auch nicht schlecht. König Olafs Vers. Danke. Was? Mach ich. Hier waren wir noch nicht. Also die eine versiegelte Tür. Was ich damit machen muss, weiß ich auch noch nicht. Wo ist denn die Kralle? Wo ist denn die Kralle? Da ist sie. Das erste ist schlecht zu erkennen, das letzte auch. Mitte ist auf alle Fälle ein Adler. Mal gucken, ob man so geht. Kommt her. Ernin.
kommen. Baby, okay. Noch mehr? König, nur noch einer. Ja, wenn du so lange brauchst, um rauszukommen, tja. Ja, was haben wir hier? Und dann tun wir mal die ganzen Leichen ab. Sturmwirbelsprint. Das war gut. Hm? Goldete Elfen, wo bist du? Naja. Sind wir wieder am Anfang. Haben den Vers und haben natürlich Olaf ein Auge besiegt und einen Schrei gelernt und hier haben wir eigentlich nichts so Schönes gefunden. Ich suche mich jetzt erstmal einmal alles ab hier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Zurück in Einsamkeit in der Bardenakademie. Müssen wir mal ihn mal hier suchen, oder? Hey! Ah, ihr seid zurückgekehrt. Wie geht es mit der... Ihr habt ihn gefunden! Ja. Ich muss zugeben, dass ich nicht daran geglaubt hätte, dass er tatsächlich dort sein würde. Oh. Sehen wir uns das einmal an. Oh, oh nein, das wird nicht genügen. Das Exemplar ist unvollständig und so sehr gealtert, dass es teilweise gar nicht mehr lesbar ist. Oh, komm. Und die Teile, die lesbar sind, nun, seit damals hat sich die Bardenkunst auch sehr verbessert. Mhm. Es bedeutet, dass ich ihn nicht bei Hof vortragen kann. Ohne den Vers kann ich Elisif nicht davon überzeugen, wie wichtig das Fest der Verbrennung von König Olaf ist. Wenn sie von der Bedeutung des Festes nicht überzeugt ist, wird sie ihr Verbot, das Bildnis zu verbrennen, nicht noch einmal überdenken. Es bedeutet, dass die Verbrennung von König Olaf, die die Bardenakademie schon seit Urzeiten abhält, nicht stattfinden wird. Dazu dichten? Das kommt mir nicht richtig vor. Ich nehme an, ich könnte seinen Stil anhand dessen, was ihr mir gebracht habt, wohl kopieren, aber ich habe keine Ahnung, was zwischen diesen Versen kam. Okay. Mögen Lieder euch beflügeln. Mhm. Machen wir mal speichern und dann mal gucken, was wir so Schönes eingeben. Einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. König Olaf? War Olaf Einauge? Er ist berühmt dafür, dass er den Drachen Numinex gefangen und nach Drachenfeste gebracht hat. Was sagen wir, was wirklich geschehen ist? Das finde ich sehr unwahrscheinlich, aber der Hof wird es lieben. Ich schreibe es hinein. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein.
Seltsam. Die Geschichte besagt, dass Einsamkeit Winterfeste angegriffen hat. Aber Esgeier scheint zu sagen, dass Olaf reagierte. Was sollen wir sagen, was geschehen ist? Olaf hat einen Drachen gestellt angegriffen, genau. Oh, das ist spannend. Ich bin sicher, dass das dem Hof und der Jarl gefallen wird. Ich schreibe es hinein. Er hat ein paar Endzeilen, aber mehr haben wir nicht hinzufügen müssen. Ich muss zum Hof gehen und es vortragen. Ihr solltet mitkommen. Machen wir. Sind wir hier im blauen Palast? Ich hoffe wirklich, dass dem Hof der... Ich glaube, meine Stimme ist bereit. Ich hoffe, wir haben es gut gemacht. Hoffe ich auch. Ist keiner da. Schlafen alle. Ist die Königin. Viamo, ihr seid gewiss gekommen, um dafür zu plädieren, dass das Fest der Verbrennung von König Olaf wieder stattfinden sollte. Ja. So ist es, Jarl. Ich möchte König Olafs Vers aus der Liederedda präsentieren. Er wurde erst heute im Grabmal des Barden gefunden. Ah, ihr hattet etwas erwähnt, das uns davon überzeugen würde, das Fest stattfinden zu lassen. Aber mit König Olafs verlorenem Vers hatte ich nicht gerechnet. Bitte fahrt fort. O Olaf, unser Unterdrücker, einäugiger Verräter, todbringender Dämon und Drachentöterkönig. Eure Legende ist Lüge, reißerisch und falsch. Euer schlauer Sieg über Numinex ein Jahrhundertschwindel. Kein Stimmenduell zwischen Drache und Mann. Im Kampf gab es weder Flamme noch Stich. Olaf war Numinex in Menschengestalt. Doch in mondlosen Nächten durch die Lüfte er strich. Olaf griff nach der Macht mit Versprechen und Drohungen. Von Falkenring nach Winterfeste fielen sie auf die Knie. Doch Einsamkeit widerstand, Himmelsrands treueste Wächter. Olafs Rache kam schnell, listig und gemein. Olafs Geheiß an Winterfests Mannen. Tarnt euch und greifet Flugs Einsamkeit an. Seine Männer gehorchten, der Kampf, er begann. Doch verdreht wurde die Order, Winterfest, sie griffen an. So endet die Mär vom Lügner und Lumpen, den Einsamkeit verbrennt mit Feuer und Funken. In Einsamkeit lernt man die Bardenkunst und übergibt König Olaf der Feuersbrunst. Ihr habt euren Standpunkt klar gemacht, Viarmo. Bei dem Fest geht es in Wahrheit darum, Einsamkeit hochleben zu lassen und falsche Könige zu verdammen. Ich danke euch und die Akademie dankt euch, Jarl. Zudem glaube ich, dass ein so prächtiges Gedicht Unterstützung verdient hat. Die Akademie wird dafür einen großzügigen Lohn erhalten. Nochmals danke. Ich werde mich darum kümmern, dass unser potenzielles neues Mitglied, das uns geholfen hat, das Gedicht zu finden, angemessen belohnt wird. Unglaublich! Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Bald. Diese Dinge müssen ordnungsgemäß vonstatten gehen. Ihr werdet auf dem Fest eingeführt. Ihr müsst mit Jorn sprechen. Er hatte sich um die Vorbereitungen für das Bildnis von König Olaf gekümmert. Sagt ihm, er solle seine Vorbereitungen abschließen. Das Fest findet doch statt. Wo ist denn jetzt wieder in der Bardenakademie der neue? So nicht. Mann, wenn man denn da unten. Hey. Ah, der Nacht. Großartig. Offenbar werdet ihr bald zu uns gehören. Wir versammeln uns draußen vor der Akademie für die Verbrennung von König Olaf.
Okay. Machen wir. Willkommen in Einsamkeit, die Heimat der Künste hier in Himmels. Willkommen, ihr Leute von Einsamkeit. Wir von der Bardenakademie freuen uns, hier die Verbrennung von König Olaf zu feiern. Das Fest wäre ohne den Einsatz und die harte Arbeit unseres potenziellen neuen Mitglieds. Potenziellen neuen Mitglied, ja, ja. Danke. Mit dem Anzünden des Bildnisses wird er ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Bitte heißt unseren jüngsten Barden willkommen. Aha. Ah, danke. Der gilt auch dir. Ich glaube, sie mögen euch. Ja, Glückwunsch. Ihr seid jetzt ein vollwertiges Mitglied der Bardenakademie. Wegen eures abenteuerlustigen Wesens haben mehrere Professoren der Akademie ein paar Aufgaben für euch. Noch dazu hat Elise verfügt, dass die Verbrennung von König Olaf jetzt wöchentlich stattfinden soll. Und schließlich ist da auch die finanzielle Unterstützung, die ich euch auf Elises Wunsch hin zahlen soll. Oh, danke, danke, danke. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.